Wir organisieren, wir planen, wir strukturieren, wir denken, wir visualisieren, ja. Aber wie viele Momente am Tag spürst du eigentlich wirklich in deinen Körper hinein? So, und das wollen wir jetzt einmal tun. Ja, das heißt, während du mir zuhörst und während du schaust und denkst, was sagt sie denn da alles? Kannst du gleichzeitig aber einmal spüren. Also einmal gucken, wie kannst du die Beziehung aufnehmen, wie kannst du in Bindung gehen mit deinem Körper. Das heißt wirklich einmal zu spüren, wo sitze ich, wo stehe ich, wo berühren meine Füße den Boden und sind die eigentlich gut verbunden mit dem Boden? Wie aufgerichtet ist meine Wirbelsäule? Wie entspannt sind meine Schultern? Wie fühlt sich mein Kopf auf meinem Hals an? Ja, wirklich einmal durchzugehen. Der Atem ist eine wunderbare Möglichkeit. Wir machen mal eine kurze Atmung zusammen, weil über den Atem können wir uns wunderbar mit unserem Körper verbinden und in Bewusstsein bringen. Das heißt, du schließt mal deine Augen. Setz dich aufrecht hin, sodass es dir angenehm ist. Wichtig ist, ich zeige es mal so, also nicht den Kopf nach hinten zu strecken, sondern eher das Kinn Richtung Brustbein zu ziehen, dass die Nackenwirbelsäule auch gut gestreckt ist. Wir können uns auch vorstellen, dass hier oben an unserem Scheitelpunkt ein kleiner goldener Faden befestigt ist, der oben im Universum an einem Stern hängt. Und mit Leichtigkeit und mit ganz viel innerem Bewusstsein sind wir ganz aufgerichtet durch diese Verbindung mit dem Stern. Und dann spürst du einmal hinein, wie du sitzt oder stehst. Und dann nimmst du die Arme und breitest sie aus in einem großen Kreis um dich herum. Mit dem Einatmen streckst dich einmal, dabei kann man auch einmal so, ja, und mit dem Ausatmen machst du den großen Kreis mit den Armen wieder nach unten. Mit dem Einatmen noch einmal nach oben. Und mit dem Ausatmen nach unten. Und dann gehst du wirklich mit deiner Aufmerksamkeit einmal wie ein Scan einmal in die Füße hinein, durch die Beine hindurch. Und wenn dir das jetzt noch nicht so leicht fällt, dann kann ich dir sagen, dass du das üben kannst. Wenn du das immer mal wieder tust, dann wird es so einfach, so viel einfacher, schnell Beziehungen aufzubauen, schnell in Kontakt zu kommen mit deinem Körper.